Hallihallo liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play. Eines meiner Lieblings-Handyspiele, jetzt auch endlich für den Rechner. Ich habe gestern schon ein bisschen gespielt, wie ihr seht. Egal. Wir fangen einfach mal von vorne an. Ich habe hier schon... Nicht so schnell. Ich habe hier schon ein bisschen was freigeschalten. Einfach mal alles rein. Vier Spiele habe ich gemacht, vier Sachen freigeschalten. Ideal. Natürlich auf normal, weil wenn, dann wollen wir ja auch was freischalten. So, als Standardland habe ich eigentlich bis jetzt immer Ägypten genommen, weil Ägypten hat hier zwei Häfen und auch einen Flugplatz. Das ist eigentlich relativ angenehm für das schnelle Ausbreiten einer Krankheit, dadurch Ägypten ja auch noch recht klein ist. Andere sagen zum Beispiel, damit Kanada hier oben halt ihr Favorit ist, aber ich weiß nicht, Kanada, das ist nicht so ein Ballungsgebiet. Und deswegen zieht sich das. So, dann entwickeln wir erstmal. Was ich hier sehr schön finde, ist, damit, Moment, ich zeig's euch, sobald nämlich hier so eine DNA-Blase einfach mal aufploppt, dann kann ich hier einfach, so, ne, DNA-Blase, und dann wird die verschwinden, dann kann ich einfach auf die Leertaste hauen, das Spiel hält an, und ich kann sie trotzdem noch einsammeln. Also, damit hier irgendwie DNA mal verloren geht, ist schon sehr gering. So, das werden alles schnelle Runden sein, weil wenn, dann mache ich eine Folge eine Krankheit. Wie schon gesagt, ich habe es halt schon auf dem PC gespielt. Auf dem PC. Nein! 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 Zu früh! Zu früh! Zu früh! Zurückentwickeln. Ganz am Anfang einfach zurückentwickeln, damit die Menschheit nämlich nicht noch aufmerksam wird. Besonders halt zum Beispiel jetzt, wo man dann sogar noch den... DNA-Punkte wiederbekommt. Also bekommt dafür, dass man es zurückentwickelt. Bei Sachen, wo es da dann was kostet. Gut, da kann ich auch verstehen, wenn da Leute sagen, nee, ich will lieber nicht zurück. Die nehme ich noch mit. So. Also bei mir läuft eigentlich jedes Spiel so gut wie gleich ab, zumindest vom Anfang an. Ja. Weil ganz wichtig für mich persönlich ist jetzt die Luft- und Wasserübertragung. Danach das Kälteempfinden, weil die letzte Bastion ist meistens Grönland. So, jetzt kann ich anhalten und lockerflockig alle einsammeln. So. Was auch noch ziemlich wichtig ist, ist gegen Antibiotika mit einer höheren Resistenz. So, so. Interessant wird es dann später, wenn wir dann diesen Mini-Bio-Organismus da... Halt, nicht Bio-Organismus, was ist ein Bio-Organismus? Ich weiß gar nicht mal, diese kleine Killer-Drohne da spielen. Das ist dann... Das wird hart. Auf dem Handy benutze ich zum Beispiel sehr gerne... Das automatische Einsammeln aller DNA-Punkte und so. Oh, ich hab schon viel. Ich hab schon mal noch Ultimate machen. So.
Ja, und jetzt würde ich dann eigentlich sparen. Weil es ist immer gut, wenn dann die gesamte Menschheit infiziert ist, dass man dann zu 100 den A-Punkte hat. Das ist, weil dann knallt man dann einfach sofort hoch auf die starken Krankheiten, die halt auch wirklich schnell den Tod bringen. Weil dann kommen die nämlich mit dem Heilmittel gar nicht hinterher. Das mag ich nicht. Sehr schön. Weil ich hatte es zum Beispiel schon hier bei bakterieller Infizierung. Damit dann 4 Leute überlebt haben. 4 Leute in Grönland. 4. Aber trotzdem verloren halt. Das war ärgerlich. Was ist Grönland letzte Bastion? Nee, sieht nicht so aus. Iceland. Jetzt will was zu erfahren. Halt. Halt. Ja, ist okay. Dadurch die Menschheit genau jetzt komplett infiziert ist. So, gehen wir erstmal hier drüben runter. So. Und dann brauchen wir jetzt eigentlich so gut wie nur noch zugucken, wie. Ja, ist doch gut. Und wie hier unten die Zahl hochgeht. Ah, oh, die Nachrichten, ey. Ich hab doch extra Pop-Ups sogar schon ausgemacht. Nein, Ägypten fängt an zu zerfallen. Wahahaha. Da hat ja auch alles begonnen. Ja, 2 Milliarden Tote. Sehr gut. Das wird. Das können wir das gar noch mehr erhöhen. Ja, die kann man so kaputt machen. Muss man jetzt aber auch nicht. Ja, habe ich noch nicht irgendwie mitbekommen, damit das irgendwie. Jetzt ist so viel bringt, sage ich da mal. 31. Ja, das wird knapp. Nee. Schluss. Aus. Aber es ist noch kein Land aus. Doch, jetzt. Kanada ist gerade ausgefallen. Ja, jetzt fangen an, immer mehr Länder grau zu werden. Und das nur im Sekundentakt des Klickens. Oh, meine. Ja, Pax 12 wird die Menschheit vernichten. Ja, nur noch so ein paar kleine Sachen. Ich versuche dann immer herauszufinden. Ah! Das. Zentraleuropa. Da haben die letzten Leute überlebt. Yeah! Wir haben irgendwas freigeschalten. Jetzt. Ja, Rating von 3 ist okay. Ja, komplex. Das ist eigentlich immer gut. Das war die Bakterie. 672 Tage, na gut, war jetzt ein bisschen lang. Hätte man schneller machen können, aber müssen wir nicht. Ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Epidemie. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Euer Lingia.